Da gehst du mal raus, bringst den Müll raus, weil morgen ist Leerung. Ja. Und die Tollenbisse sind so voll, Alter, da könnte sich ein Kind jahrelang von ernähren. Oh, ich glaube, es ist das Schwein. Ja? Weiß ich. Oh Mann. Du hast mich nicht mal eingeladen. Ja, ich habe total vergessen, dass das hier abgekackt ist. Einfach mal gequittet, weil ich ein Assi bin. Zwischen 84, 86, 89. Ja. Weißt du, ich bin. Muss sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss jetzt hier den super Model-Körper haben. Einfach so. Nicht? So stinkt nur. Nee, nee, nee. Ich wäre einfach mit einem so. Weißt du, stinkt normal. Einfach stinknormalen Körper zufrieden. Durchschnittsmensch. 38er Bizeps. Hast mich eingeladen? Nein, ich muss ja erstmal wieder laden, weil ich bin ja so geil gequittet, dass ich ins Hauptmenü gerutscht bin. Jetzt hast du die Einladung. Ich voll knorke von dir, dass du mit mir spielst. Ja, alles gut. Ich hätte schon gerne meinen Sixpack sehen, er ist ja da. Ja. Glaubt man nicht. Irgendwann wird das weggehen. Boah, natürlich auch so eine Zeit. Wäre natürlich einfacher, wenn du einfach eine Spritze irgendwo reinjagen könntest und zack, plötzlich ist es weg. Das können sich nur die Reichen und Schönen leisten. Weil sie reich und Oh schön sind. nein, es ist wirklich das Schwein. Ich habe nach mir selber gesucht, deswegen. Also jetzt, wo ich die männlichen Körper hier immer sehe, ne, bin ich froh, dass ich einen weiblichen Char gemacht habe. Vielleicht hatten die nur keine Ahnung, wie man wirklich Ich meine auch einen normalen von Charakter den schreibt. Körperproportionen her. Die sehen aus wie Lego-Männchen. Man soll doch mal bereit machen, ne? Ja, trainieren muss jeder, das stimmt. Ich trainiere auf der Couch. Ja. Flasche hoch, Flasche runter. Aber ich dachte, Fitnessstudios sind ein Mythos, weil ich höre immer alle davon reden und sehe ich die Dinger nie. Von Tja, du innen. gehst ja auch kaum raus. Wie Ja, sollst du die dann deswegen sage sehen? ich, es ist ein Mythos. Ich gucke immer aus dem Fenster, aber ich sehe sie Ja. nicht. Kannst ja mal Google Bilder gucken oder so. Nee, das ist ja Fake, das sind Fake News. Das ist das Internet, das ist alles Fake. Ja, da vorne ist es. Norden. Ah, jetzt geht's los, aber Durban, da ist eine im Gym, die da arbeitet. Ja, ist. Ja, genau. Die hat den geilsten Arsch der Welt. Ew. Also, ich höre von meinem Onkel, der hat mir auch schon öfters gesagt, ich soll mitgehen ins Fitnessstudio, aber ich habe, wie gesagt, großen Grund.
Ich höre da meistens immer nur, dass die Typen, die da arbeiten, aussehen wie die größten Lauchs. Machen wir gerade wieder Sorgen, weil wenn du redest, gehen dir 6 Pegel hoch. Kommt ihr auch mal? Nö, ich gucke mir das von Weitem an, weil ich das Schwein nicht mag. Ist das Ding auf 5 oder auf 6? S5. Also ich bin da so ganz eigen. Ich habe da irgendwie, ich denke dann immer, oh, die gucken mich alle an und ne, so auf die Art. Was sucht ihr da im Fitnessstudio? Alter! Aber boah, der macht so einen Schaden. Das wäre dann schon nice, wenn man dann da kämpfen würde, wo man nicht in anderen wiederbeleben will. Oh, Ja, aber Raketenhagel! ich glaube, Fitnessstudio und Fahrschule ist irgendwie fast das Gleiche. Wenn du mit der Fahrschule unterwegs bist, die Leute anfangen zu hupen und denkst du, die haben den Führerschein direkt bei der Geburt schon gehabt. Die waren nie in der Fahrschule. So ist es mit dem Fitnessstudio auch. Ich glaube, da gibt es eine Menge, die auch vorher so ausgesehen haben wie ich und durchs Trainieren und durch Disziplin, ne, sehen sie jetzt halt heute so aus und Fühlen sich für ja. was Besseres, meinst du? Nein, ich meine jetzt nur, weil ich meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde, würde ich wieder denken, so ja, ne, was denken die Leute über mich? Was Der sucht der schießt da? wieder. So in der Art. So. Ja, stimmt schon, klar geht's um mich, um die Gesundheit. Kann man dem den Schwanz überhaupt abschlagen? Ach Oh, Mann. die Dinger. Aber von oben kommen die Dinger, glaube ich, nur im Rage-Modus, oder nicht? Nee, nee, der schießt, wenn die fallen, schießt er die von oben ab. Guck da jetzt zum Beispiel. Einfach in den reinhämmern hier. Boah, da macht das Stachelschwein. Oh, da ist der Schwanz aber Schwanz. geflogen. Bei uns im Gym sind auch genug Dicke. Ja. Mist. Meinst du, der ist da lang? Ich weiß es nicht. Der ist hier lang. Glaube ich jedenfalls. Und glauben, das kann ja was werden. Da oben ist er, Richtung Osten. Richtung Osten. Ja, okay, dann sind die Kugeln doch nicht so der Wegweiser. Die Kugeln geben dir nur ein Dingens, Ja, Speed, aber ein ich dachte eigentlich immer, dass Geschwindigkeitsboost. die in die Richtung zeigen von ihm. Es gibt eine Laterne, die kannst du benutzen, dann hast du da Spuren zum Boss? Richtung Osten? Ja.
ich wollte meinen Heiltrank benutzen. Ach man, er mit seinem fetten Arsch. Hagelsturm. Und heute das die Wetterwarnung. Stacheln fliegen tief. War da gerade ausgetreten? Die dumme Sau. Das Vieh ist so voller Narben. Im Grunde genommen wollen ja sowieso alle das gleiche, wenn sie ins Fitnessstudio gehen. Was das wohl ist. Den Körper tun wir nicht. Jawohl. 10 Kugeln. Ich habe ein S plus, ihr habt das ganze Ding runtergezogen. Ja, das ist doch, ja genau. Guck in meinen Stream. Nee. Genau deswegen mache ich es nicht. Kakachi. 16, 2, 1. Garling. Zehn Kugeln, was machen wir jetzt mit denen? Shoppen. Im Zweifel. Stagger Beam at 5 times. Hat ja auch eine neue Waffe gedroppt. Ja, stimmt. Gucken, was die Rüstung kann. Neutral war das, ne? Ja. Oh, das ist ein reines Schadensset. Ja, aber nur gegen verwundete Teile. Wahrscheinlich dann, wenn du dem den Schwanz abgeschlagen hast oder so. Hier noch nicht bauen. Hauptsache, ich habe 16 mal das Teil für die scheiß Hose. Stimmt, von dem gab es ja die dicke Keule. Kann man mal bauen. Neue Waffenspezialität. Würde ich ja gerne mal ausprobieren. Movement Speed. Weiß nicht, aber 22 Stunden, um so eine Zelle zu fusionieren, ist ein bisschen zu lange, finde ich.